Hallo und herzlich willkommen zu Tag 55 meines veganen Tagebuchs. Euch ist sicherlich schon aufgefallen, dass während des Videos meine Augen von relativ schlitzig zu immer größer werden. Zumindest in den meisten Fällen ist das so. Das hat den einfachen Grund, da ich die Videos immer direkt eigentlich nach dem Aufstehen mache. Vor allem auch deswegen, weil damit ich es niemals an irgendeinem Tag vergesse, weil für mich das halt ein wichtiges Instrument für ein bewusstes Leben ist, diese Rekapitulation des vorigen Tages. Und auch weil ich ja im Laufe des Tages ja noch andere Dinge zu tun habe, die ich sozusagen dann nicht frei tun könnte, wenn ich noch wüsste, oh, ich muss noch unbedingt das Tagebuch machen. Ja? Also Tagebuch direkt nach dem Aufstehen eigentlich immer und deshalb auch immer so ein bisschen der verschlafene Eindruck, der am Anfang des Videos dann teilweise entsteht. Ja, das nur mal so als Information, damit ihr wisst, wie ich das Tagebuch so in mein Leben eingliedere. Direkt nach dem Aufstehen, anziehen und ab geht er. Ja, ansonsten, erstmal habe ich jetzt hier nur mal kurz die Deckel bekommen hier für meine künstliche Sonne, für meine Vitamin D-Lampe. Die werde ich dann sozusagen heute auch wieder nutzen. Ich hatte jetzt mal 2 oder 3 Tage Pause gemacht, weil dann doch, wie gesagt, durch diese Kommentare und auch, dass ich mich ein bisschen informiert habe, die ist wirklich etwas gefährlich. Und deswegen habe ich jetzt die Deckel und heute geht's dann los. Oh nein, long. Nee, natürlich bloß 5 Minuten oder so. Aber das dazu. Dann absolut, apropos Freude. Da fällt mir was ein. Und zwar kam ja gestern paar nett gemeinte Kommentare, dass ich mich freue über meinen großen Haufen bei YouTube und auch bei Foren. Und ja, klar, ich habe mich gefreut wie ein Kind, das ist überhaupt keine Frage. Jetzt ist jetzt für mich aber die Frage, oder was heißt nicht die Frage, ich habe sie für mich schon beantwortet. Das ist eher eine Sache, die ich einfach mal so in den Raum werfen möchte. Ist es nicht wirklich eine wichtige Sache, diese Freude an einfachen Dingen zu bewahren? Und ich habe sie für mich schon beantwortet, nämlich ganz klar ja. Ne? Und die negativen Side-Effects, die es eventuell gibt, wie zum Beispiel, dass andere sich wundern, hä, was ist mit dem los, der freut sich ja über, weiß ich nicht, über einen Haufen. das sind im Endeffekt keine wirklichen Side-Effects. Klar, so die soziale Komponente und wie man sozusagen auffällt in der Gesellschaft, kann durchaus negativ sein und kann man auch einen Gedanken dran verschwenden. Mache ich selber auch oft, siehe Grillen am Samstag. Aber bei dem Thema Freude habe ich mich eigentlich schon entschieden und sage, ich lasse diese Freude einfach zu. Und die Frage ist jetzt, also oder was für mich wichtig ist, viele verwechseln das, diese Freude annehmen und freudig sein mit Genuss, ich suche nach Genuss, ich suche nach Freude, ich will mein Leben nur genießen. Das ist ein wirklich ein Unterschied. Ne? Ein Unterschied, ich sage nochmal die beiden Sachen, damit ich nicht explizit den Unterschied erklären muss, aber damit ihr erkennt, was ich meine. Einerseits gibt es halt das Streben nach Genuss. Ich will mein Leben genießen. So, und ich mache die Dinge, die mir Spaß machen. Und sonst mache ich nichts. So, das ist eine Einstellung, die relativ egoistisch ist und eine Einstellung, die nicht wirklich zum befriedigenden Gefühl, wo ein befriedigendes Gefühl entsteht. Weil dazu, zu einem wirklich befriedigenden Gefühl, entsteht auch, ist auch wichtig eine soziale Komponente und eine soziale Interaktion. Und wenn man nur auf seinen eigenen Genuss aus ist, bleibt das zwangsläufig auf der Strecke. Und entsprechend ist das kein guter Weg. Diesen Weg bin ich auch schon beschritten und ich kann da aus Erfahrung sprechen. Aber die Freude, wenn sie denn kommt, zu akzeptieren und nicht zu sagen, nein, darüber freut man sich nicht oder diese Freude ist vielleicht unangemessen. Ne? Wenn die Freude kommt, egal ob es über einen Kackhaufen ist oder über eine witzige Begebenheit bei einer Beerdigung, wenn die Freude kommt, dann sollte man sie zulassen. Ne? Man kann dann natürlich diese Freude im Nachgang auch einordnen, bei einer Beerdigung zum Beispiel, dass man dann sich dafür entschuldigt und sagt, okay, vielleicht habe ich deine Gefühle verletzt, um eben die soziale Interaktion auch in Zukunft zu gewährleisten. Aber die Freude an sich, wenn sie kommt, die sollte man akzeptieren. Und das ist echt das, wo ich sage, das ist wichtig. Und das ist auch wichtig, nicht nur die Freude zu akzeptieren in seinem Leben und auch zuzulassen und einfach zu lachen, wenn man sich zum Lachen fühlt, aber das auch wirklich abzugrenzen von diesem Genussstreben. Ich suche jetzt die Freude. Nicht suchen die Freude, sondern die Freude, wenn sie kommt, zulassen.
ganz großer Unterschied und ich habe in meinem Leben auch da lange gebraucht, um diesen eigentlich gar nicht so schwer zu identifizierenden Unterschied ja wirklich bewusst zu machen. Ne? Weil ich dachte, Lachen ist Lachen und Genuss ist Freude und Freude ist Genuss und es ist alles dasselbe und Halligalli, das Leben gehört mir. Das ist es nicht. Also zumindest das ist nicht der Weg, der einen wirklich befriedigt. Der Weg, der einen wirklich befriedigt, da zählen auch Dinge dazu, die einen keinen Spaß machen. Ne? Und das wollte ich nochmal so sozusagen zum Besten geben. Ja, der Akku. Ich finde das furchtbar, weil da entsteht zum einen Schnitt im Video und zum anderen verliere ich auch ein bisschen den Flow, wenn ich rede. Und ja, deswegen hasse ich immer, wenn der Akku erlässt. So. Ich wollte noch was zum Besten geben und zwar habe ich ja gestern Sushi-Abend veranstaltet. So, drei Leute, a 40 Rollen und habe dabei gedacht, Mensch, eigentlich, also gerade in Relation zu meiner Hartz-IV-Challenge, eigentlich ist das eigentlich so eine richtig tolle Sache, die wenn man Hartz-IV hat, hat man ja relativ viel Zeit und relativ wenig Geld. Aber die Problematik ist oft diese soziale Interaktion und mit Freunden essen gehen und so weiter. Als Hartz-IV-Mann oder Frau oder Mensch kannst du ja im Endeffekt einfach sagen, okay, Mensch, ich mache heute mal einen Hartz-IV-Abend. So, und wenn es jetzt nur Hartz-IV-Kollegen sind, die er da einlädt, na gut, dann zahlt halt jeder 2 Euro, weil 2 Euro ungefähr kosten 40 Rollen, habe ich gestern ausgerechnet, werde ich auch auf meiner Übersicht sehen. Und wenn das keine Hartz-IV-Kollegen sind, sondern die arbeiten, da sagst du, hier komm, gib mir einen Zehner und für 3 Leute, ich mache da uns einen schönen Sushi-Abend. Für den Zehner kriegt man nämlich ungefähr 200 Rollen. Und entsprechend ist es eigentlich, dieses Sushi, was an sich ja relativ eine teure Sache ist, eine super Gelegenheit für sagen wir mal, Hartz-IV-Bezieher, so einen Abend zu schmeißen. Also einfach einzuladen, Sushi-Abend zu machen und so weiter. Und weil das Teure an dem Sushi ist, am Ende wirklich eine bestimmte Zubereitung, weil es Zeit kostet. Ich habe gestern bestimmt so 2-3 Stunden dran gesessen und bin relativ geübt im Sushi machen. Und jemand, der das vielleicht nicht so häufig macht, der braucht halt 3, 4, 5 Stunden. Aber das ist eigentlich so eine Sache für so einen Hartz-IV-Empfänger, der halt sagen kann, ja, komm, ich setze mich mal hin am Tag und mache abends für Abend die Sushi-Rollen und ich lade euch ein. Ne? Und das finde ich eigentlich eine tolle Sache und eine Sache, die eigentlich da in den Fokus gehört. Weil gerade dieses mit Freunden essen gehen das wird häufiger mal sehr, sehr unangenehm, die Situation. Aber wenn man sagen kann, okay, ich lade euch ein, ne, für Sushi-Rollen, da kostet das 2 Euro pro Hanseln, dann muss natürlich immer noch jeder für sich entscheiden, ob das möglich ist für jemanden, 2 Euro pro Person, wenn du jetzt 2 Leute einlädst, 6 Euro zu bezahlen. Und wenn nicht, dann sagst du halt, okay, gib mir halt 2 Euro oder gib mir einen Zehner und das sind die meisten, die berufstätig, wenn du sagst, gibst mir einen Zehner und dann kannst du abends, mach ich 200 Sushi-Rollen, dann werden die meisten sagen, ja okay, und da habt ihr noch gespart an der Sache. Weil die meisten, die kriegen 60 bis 80 Rollen maximal hinter sich, die viel Esser. 40 Rollen ist so das Normale. Das heißt, da habt ihr sogar noch ein paar Euro da gewonnen dadurch. Und soziale Interaktion. Also solche Sachen muss man finden im Leben. Und daran habe ich gestern gedacht. So, und habe auch jetzt die wunderbare Überleitung gefunden zu der Analyse. Weil gestern gab es Sushi und entsprechend ist es auch mit enthalten und es geht ab. Ja, Tag 27. Gestern war ein sehr beschäftigter Tag und das lag nicht nur an den Sushi-Rollen, aber dazu vielleicht noch kurz mehr. Und zwar habe ich frühs meinen Green Smoothie getrunken, habe wieder mal etwas Brokkoli reingetan und auch sehr viel Grünkohl, auch etwas mehr Bananen, einfach aus dem Grunde, weil ich wusste, dass ich wohl bis in den Abend hinein gar nicht groß zum Essen kommen werde und ja, wirklich halt so ein Shake wollte, der mich eigentlich schon fast komplett für den Tag versorgt und ja, entsprechend habe ich dann den Shake zubereitet. Ich habe die Erdbeeren-Mango dann wieder genommen, weil ich dachte, durch die 500 Gramm Grünkohl und den Brokkoli wird es dann vielleicht eher so in die Richtung sehr herb und die Süße fängt das dann wieder auf. Ja, entsprechend war der Shake oder der Smoothie früh dann im Endeffekt auch etwas teurer mit 2,18 Euro. Aber ja, an dem Tag war das genauso, es ging nicht anders. Ja, am Mittag habe ich ja hingeschrieben, aber war dann wirklich der Abend, habe ich dann halt meine Sushi-Rollen gemacht und ja, 120 Rollen habe ich gemacht, 40 ungefähr habe ich gegessen, ich habe sie jetzt nicht mitgezählt, aber so habe ich sie abgerechnet und auch in der Nervit-Analyse aufgegeben
Und ja, das war sozusagen dann gestern mein Tag. Kommen wir zur Nährwertanalyse. Da seht ihr 1600 Kalorien. Klar, ich habe auch vorher den Tag 2008 und davor, glaube ich, 2500 und so weiter. Aber das war gestern einfach, war schon abzusehen, weil früh konnte ich den Smoothie trinken. Dann hatte ich eigentlich den ganzen Tag zu tun und konnte nur abends noch eine Mahlzeit essen. Und ja, und da in geselliger Runde isst man ja auch nicht ganz so schnell, sondern da isst man Rolle nach Rolle. Und dann reichen dann auch so 40 Sushi-Rollen, um satt zu sein. Ja, dann wird man müde und schläft und bums hat man nur 1600 Kalorien zu sich genommen. So was passiert. Und aber wie ihr seht, ist das gestern kein Problem gewesen für Vitamine und Mineralstoffe, auch für Proteine nicht. Proteine 100% genau die empfohlene Tagesmenge. Die Omega-3 zu Omega-6-Säuren ist mit 1 zu 2 Verhältnis auch super Verhältnis. Mineralstoffe sind alle dabei und auch die Vitamine sind alle dabei. Das heißt, ich habe gestern für gerade mal 1600 Euro, ja, für gerade mal 1600 Euro habe ich an dem Tag gegessen. Stellt euch das vor, 1600 Euro. 1600 Kalorien, Mensch. Ja, also ich habe für 1600 Kalorien zu mir genommen und trotzdem alle Mineralstoffe, Vitamine und Proteine zu mir genommen. Und das auch unter 5 Euro. Das heißt, diese vegan Hartz-IV-Challenge könnte man sicherlich auch erweitern in eine vegan Hartz-IV abnehmen und trotzdem alle Nährstoffe zu mir nehmen Challenge. Ne? Also man kann also unter 5 Euro alle Nährstoffe zu sich nehmen und vegan leben und dabei abnehmen. Bums. Also, das hat also der Tag mit sich gebracht an einer positiven Erkenntnis. Und jetzt wieder zurück. Ja, und damit ist eigentlich auch wieder das Tagebuch für heute beendet. Ich glaube, ich werde heute meinen ersten Garteneinsatz machen nach der Begehung, entsprechend auch leicht mitfilmen. Wird aber relativ unspektakulär, weil ich wahrscheinlich nur den wilden Wein sozusagen entfernen möchte. Ich weiß noch nicht genau, ob ich noch was anderes mache oder schaffe. Das werde ich dann sehen. Auf jeden Fall ja, würde ich dann im Video machen, in meinem Gartentagebuch und dann zuschlagen. Das Rezept für den Sushi, ich habe nicht nur den Sushi-Abend gemacht, sondern ich habe auch ein Rezept dazu. Ich muss das immer wieder wiederholen, weil es gibt da einige Leute, gerade jetzt, die mit vorn einfach auf die Videos klicken und angucken, die sehen ja nicht, was ich sonst so an Videos produziere. Und deswegen nur als Hinweis, ich habe auch das vegane Sushi sozusagen als Video mal aufgenommen und als Rezept präsentiert. Und ja, entsprechend, ich verlinke euch jetzt hier das Video, dass ihr ganz Convenience-Style einfach auch nur draufklicken müsst. Und ja, ansonsten ja, verabschiede ich mich jetzt und wir sehen uns dann morgen zu Tag 56. Macht's gut, tschüssi.